Die Hände entspannt, die Oberschenkel den Knien ablegen. Ihr dürft auch gern die Augen schließen. Wir nehmen uns jetzt zu Beginn Zeit, um ganz anzukommen. Wirklich mit Körper, mit Geist und Seele dieser Yoga-Praxis anzukommen. Lass den Atem ganz natürlich fließen. Und dann geh mit deiner Achtsamkeit einmal durch deinen ganzen Körper. Wie so ein kleiner Bodyscan. Mit einer Kopfkrone. Gesicht, die Schultern, die Vorderseite des Oberkörpers, der Bauch, Brust, der Rücken, das Becken, die Arme und Hände, die Beine, die Füße. Nimm dich wahr in deinem Sitz. Spüre die Erde unter dir. Spüre die Berührpunkte des Körpers mit der Erde. Und erlaube dir, dich ganz hier niederzulassen. Lass dein Steißbein ganz schwer Richtung Erde sinken, bis dein Becken beginnt, sich ganz leicht zu kippen. Wenn das geschieht, dann wandere mit deiner Achtsamkeit von deinem Steißbein die Wirbelsäule entlang nach oben, über das Kreuzbein, die Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule und schieb dein Brustbein ganz sanft nach vorne oben. Dann roll deine Schultern ganz sanft über vorne, hinten und unten. Dann nimm die ganz leichte Spannung im oberen und unteren Rücken wahr, die dabei entsteht, die aufrecht sitzen lässt. Dann nimm einen ganz tiefen Atemzug in den Bauch und richte dich dabei noch ein Stückchen mehr in deinem Sitz auf. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen entspannst du nun alle Bereiche deines Körpers, die du für diesen aufrechten, bequemen Sitz nicht brauchst. Entspannst die Kopfkrone, das Gesicht, Schultern, Arme und Hände, den Bauch, sodass du frei atmen kannst, das Becken, Beine, und Füße. Und dann verbinde dich mit deinem natürlichen Atem. Indem du den Atem einfach beobachtest, wie er in deinen Körper hineinfließt und wie er wieder hinausströmt. Die Bewegungen des Atems wahr, Bewegungen im Körper, Rippen, die sich sanft weiten und die Bauchdecke, die sich sanft herauswölbt beim Einatmen und beim Ausatmen, wie sich die Bauchdecke wieder senkt. Schließlich wende deinen inneren Blick ganz sanft nach oben zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen.
Konzentriere dich ganz verbunden mit deinem Atem. Einen kurzen Augenblick der Stille. Und aus dieser Stille heraus bring nun deine Hände deinem Herzen aneinander. Spür die Handflächen, die sich berühren und die Daumen, die das Brustbein berühren. Vielleicht nimmst du die Energie wahr zwischen deinen Handflächen. Leichtes Kribbeln. Dann atme vorbereitend über die Nase ein und vollständig wieder aus. Und dann atmen wir noch einmal ein und singen jetzt dreimal das Om. Atme ein. In der nächsten natürlichen Einatmung öffne deine Arme weit zur Seite in einem großen Bogen, führe sie mit deinem Kopf wieder zueinander. Und heb sanft den Blick nach oben zu den Händen und ausatmen für die Hände zurück fürs Herz. Und jetzt ganz, natürlich ganz klar, zentriert angekommen zu dieser Yin-Yoga-Stunde. Ja, ich möchte gerne diese Yin-Yoga-Stunde zum Element Feuer, ja, besonders ja, für das Herz, also das ist eine Stunde, die vor allem ja, um das Herz auch geht, das energetische Herz, aber auch um das Organ des Herzens. Und dann möchte ich mit einer kleinen Atemmeditation beginnen, bevor wir mit dem Asanas beginnen. Und zwar möchte ich eine Sonne-Mond-Atemübung oder Atemmeditation machen und die möchte ich gern kombinieren mit dem Herzmudra, mit dem Hridaya-Mudra. Ich glaube, ihr kennt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es die anderen kennen, aber ich zeige es euch jetzt einfach. Das ist ein Mudra, das einfach ja, die Herzenergie erhöht. Also zumindest so empfinde ich das, wenn ich das Mudra mache, dann habe ich das Gefühl, ja, dass da richtig so die Energie zum Herzen hinfließt. Und deswegen möchte ich das auch gerne kombinieren mit der Sonne-Mond-Atmung, weil wir da mit dem Einatmen uns vorstellen, kühlende Energie des Mondes über die Kopfkrone in das Herzzentrum zu atmen. Beim Ausatmen stellen wir uns quasi eine Herzflamme vor, die aufsteigt und über die Kopfkrone wieder in den Himmel geht. Denn das Element Feuer, der Weg des Element Feuers, der geht auch von der Erde zum Himmel quasi. Wenn man eine Flamme beobachtet, die geht nach oben. Und genauso ist es eben auch bei dieser Sonne-Mond-Atem-Meditation. Die kühlende Mondenergie ziehen wir quasi von oben in das Herzzentrum und ausatmen. Der Atem ist dann auch erwärmt. Das ist dann quasi die Sonnenenergie, die geht dann nach oben wieder. Und eben in Kombination mit dem Hridaya Mudra. Und wenn du merkst, dass du nach einer gewissen Zeit, dass dir die Energie vielleicht zu viel ist, dann kannst du das Mudra auch einfach auflösen und die Hände
entspannt auf die Oberschenkel bringen. Genau. Ich zeige dir jetzt, wie das Mudra geht. Und zwar rollst du dafür die Zeigefinger ein und bringst die Spitze des Zeigefingers an die Wurzel des Daumens. Und die Daumen, die berühren jeweils Mittelfinger und Ringfinger. Und die kleinen Finger, die stehen ab. Die werden aktiv quasi weggestreckt. In den kleinen Fingern verlaufen übrigens auch die Organmeridiane des Element Feuers. Also der Herzmeridian verläuft hier und der Dünndarmmeridian. Aber das erkläre ich euch später auch noch mal ein bisschen genauer, wie die verlaufen. Jetzt ist erstmal von Bedeutung, dass wir das Mudra einnehmen. Ihr dürft die Schultern ganz locker lassen dabei. Die Unterarme sind parallel zum Boden. Und Daumen, die Ringfinger und Mittelfinger, die sind so ganz sanften Druck üben die aus und die kleinen Finger werden, wie gesagt, weggestreckt. Und mehr machen wir jetzt auch gar nicht mit dem Mudra, sondern wir sitzen jetzt entspannt mit dem Mudra, ganz aufgerichtet. Und ihr dürft die Augen gerne wieder schließen, wenn ich euch jetzt in die Atemmeditation hineinführe. Atmest vorbereitend aus. In dem nächsten Einatmen stell dir vor, du atmest über deine Kopfkrone den kühlen Nektar des Mondes ein. Über die Mittelachse deines Körpers bis in dein Herzzentrum. Mit dem Ausatmen schickst du die Sonnenenergie den gleichen Weg wieder zurück vom Herzzentrum hinaus über die Kopfkrone in den Himmel. Einatmen, die kühlende Energie in das Herzzentrum atmen. Und vollständig ausatmend die Herzflamme, die Sonnenenergie ausatmen. Atme in deinem eigenen Atemrhythmus und atme volle Atemzüge. Das heißt, du atmest bis in den Bauch ein. Atmest dann vollständig wieder aus, über die Kopfkrone. Einatmen in der Vorstellung, kühle Mondenergie in das Herzzentrum atmen. Dabei erden und ausatmen, die Sonnenenergie, die Wärme nach oben in den Himmel atmen. So wie die Flammen des Feuers, die Flammen des Herzfeuers aufsteigen. Und einatmen gleich mir diese Flammen, diese Herzenergie immer wieder aus. Mit der Kühle des Mondes, mit der Ruhe des Mondes. Bleibe ganz achtsam bei deiner Atmung. Beobachte, was geschieht, was du wahrnehmen kannst. Dann bleibe noch für ein paar Atemzüge bei der Sonne-Mond-Atmung. Aber löse jetzt ganz
Langsam das Mudra auf, entspann alle Fingern und leg deine Hände mit den Handflächen nach oben gerichtet auf den Oberschenkeln ab. Aber bleib noch bei der Atmung. Einatmen, die kühlende Energie in das Herzzentrum einatmen. Die Sonnenenergie über die Kopfkrone ausatmen in den Himmel. Und schließlich löse dich von dieser Atemmeditation, finde zurück zu deinem ganz natürlichen Atem. Spür nach. Nimm wahr, wie es dir jetzt geht, ohne es zu bewerten. Dann nimm einen ganz tiefen Atemzug bis in den Bauch über die Nase ein. Und über den Mund aus. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. Okay. Dann wollen wir gemeinsam in die erste Yin-Yoga-Asana gehen. Und es ist so beim Element Feuer. Verlaufen die Meridiane des Element Feuers verlaufen in den Armen, hauptsächlich in den Armen an der Arminnenseite. Das ist quasi die Yin-Seite und die Außenseite die Yang-Seite. Und die Yang-Seite, die geht noch weiter über die Schulterblätter. Das heißt, wir werden heute viele Übungen machen hier im oberen Bereich, natürlich auf Höhe des Herzens, herzöffnende Sachen, aber auch auf der Rückseite öffnen. Und auch viel mit den Händen. Und deswegen beginnen wir mit einer Übung, bei der wir die Hände etwas dehnen. Die Handgelenke dehnen möchten, ein bisschen vorbereiten. Aber eben auch, weil hier die Meridiane verlaufen. Der Herzmeridian verläuft von der Innenseite des kleinen Fingers hier entlang. Also beginnt eigentlich. Das ist quasi rückläufig. Also er beginnt hier in der Armbeuge und verläuft hier in den kleinen Finger und der Yang-Meridian an der Außenseite vom Dünndarm. Das ist das zweite Organ eben des Elementfeuers. Der verläuft hier an der Yang-Außenseite, geht dann noch über die Schultern. Und das ist quasi gespiegelt auf beiden Seiten. Genau. Und ihr dürft euch, wenn ihr möchtet, gerne die Decke nehmen, die ihr vorbereitet habt. Und wir kommen in den Fersensitz und vom Fersensitz in den Ziehensitz. Denn wenn wir eh ganz viel machen für den Oberkörper, für die Arme, dann ist es ganz schön, wenn wir hier ein bisschen auch die Planarfaszien, also die Meridiane, die durch die Füße verlaufen, etwas aktivieren können. Und dabei achtet darauf, dass wirklich auch alle Zehen schön umgeklappt sind, auch der kleine Zeh. Und ihr braucht keine Bedenken haben, wir bleiben nicht mit dem Gesäß auf den Fersen, sondern wir nehmen etwas Gewicht raus, dehnen uns nach vorne und dehnen zunächst unsere Handgelenke nach hinten. Das heißt, ihr klappt die Finger ein und wir dehnen die Außenseite. Sozusagen die Yang-Seite der Arme. Und das ist ganz schön, wenn man eben die Arme auf eine Decke oder ein Kissen ein bisschen abstützen kann und nicht auf den harten Boden legt. Die Arme bleiben gestreckt. Das Gewicht verteilt sich gleichmäßig auf Gesäß, Fersen und deine Arme. Wir bleiben hier circa eine Minute. Wenn du willst, kannst du gerne die Augen schließen und versuch dich in die Haltung zu entspannen. Das heißt,
Versuch weich zu werden und mir die Schwerkraft auf deinen Körper wirken zu lassen, als die Muskelkraft. Das ist das Prinzip von Yin-Yoga. Ich versuche euch jetzt ja, mit dieser ersten Übung da etwas hineinzuführen. Verbinde dich mit deinem Atem und lass den Atem in dich hineinströmen. Schick den Atem besonders in die Bereiche, die du jetzt besonders wahrnimmst. Bereiche, die sich vielleicht etwas eng anfühlen. Stell dir vor, dass du den Atem des Prana in diese Bereiche schickst und das Prana wie ein wärmendes, warmes Licht in diesen Bereichen wirkt. Dort Weite schafft. Versuch das Kiefer locker zu lassen und achte auch darauf, dass die Zunge vom Gaumen gelöst ist. Einen ganz tiefen Atemzug über die Nase bis in den Bauch ein. Den Mund aus. Dann lösen wir ganz langsam die Haltung auf, indem du das Gewicht wieder mehr deine Fersen verlagerst, den Druck aus den Händen nimmst. Wenn du möchtest, kannst du die Zehen umklappen, in den Fersensitz kommen, nachspüren und du bleibst im Zehensitz. Wir nehmen uns ein paar Atemzüge Zeit, um hineinzuspüren, was geschieht, was wir wahrnehmen können. Du kannst etwas wahrnehmen. In Yoga geht es immer darum, dass wir jede Haltung, die wir einnehmen, uns immer mehr nach innen wenden und immer mehr zum Beobachter werden. Augen gerne wieder und wir kommen noch einmal in den Zehensitz, stellen die Zehen noch einmal auf und lehnen jetzt in die Handgelenke in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wir dehnen jetzt die Yin-Seite. Und achte darauf, wenn es möglich ist, dass die Daumen eng anliegend sind, dass sie nicht abstehen. Dann lehnst du dich wieder nach vorne, nimmst das Gewicht aus den Fersen und den Zehen, teilst es gleichmäßig auf die Hände und Füße. Verbindest dich wieder mit deinem Atem. Lass dich sinken. Mit jedem Einatmen mehr Weite entstehen. Mit jedem Ausatmen erlaubst du dir, immer weicher zu werden.
Und auch hier schließlich einen tiefen Atemzug wieder über die Nase ein. Über den Mund aus. Das Ausatmen über den Mund, das ist nochmal wie so ein Hineinsinken am Ende der Haltung. Lage dein Gewicht wieder ganz achtsam. Nach hinten roll die Steißbeine ein bisschen ein und verlage das Gewicht wieder nach hinten. Löst zunächst die Haltung der Hände auf und dann brauchst du die Hände noch einmal kurz, um dich aufzuspitzen und auch die Zehen wieder zu entlasten. Und setz dich einmal zurück in den Fersensitz. Kannst die Hände dann entspannt auf die Oberschenkel ablegen. Noch einmal nachspüren. In der Zwischenzeit mache ich noch mal ein bisschen mehr Licht, weil ich schon so dunkel aussehe, damit ihr das sehen könnt. Und werde auch noch ein bisschen Musik anmachen, bevor wir zur nächsten Haltung übergehen. Kommen wir zu unserer nächsten Yin Asana und das ist Anahata Asana. Der Name schon sagt, es ist eine herzöffnende Haltung. Und dafür kommen wir in den Vierfußstand, unsere Ausgangsposition. Richte dich hier gut ein, die Hüften über den Knien, die Schultern über den Handgelenken. Und wenn du möchtest, kannst du mir zuerst einmal zusehen und dann gehen wir gemeinsam in die Haltung. Erst auf die Unterarme und von hier aus werden die Arme ausgestreckt, bis die Stirn zu Boden kommt. Und dann achte darauf, dass deine Arme nah am Kopf sind. Und dann gehen wir hier Anjali Mudra, verbinden die Handflächen, sagt auch Pranam dazu. Genau, das wäre die Variante von Anahata Asana. Geh mal gemeinsam hinein, vom Vierfußstand aus, zunächst auf die Unterarme kommen. Kannst du hier schon beginnen, wenn du auf den Unterarmen bist, dein Herz, dein Brustbein zwischen die Schultern hindurch sinken zu lassen. Dabei merkst du dann, dass du ja hier schon eine leichte Rückbeuge kommst, wie in der Haltung der Kuh. Und dann streck die Arme am Boden, wenn der Matte entlang nach vorne aus, deine Stirn zum Boden kommt. Dann kannst du entweder hier bleiben, oder du kannst versuchen, in Pranam zu gehen, die Hände zum Anjali Mudra zu verbinden, die Ellenbogen aufzustützen. Es gibt immer drei, sagt man so, drei Schritte, in die man in eine Yin-Yoga-Haltung geht. Wir wählen die Intensität, die für uns heute, ja, die für jeden von euch heute passend ist. Das entscheidet jeder von euch selbst. Die Intensität und die Haltung, die für dich heute gut ist, die dir gut tut. Dann gehen wir in eine äußere Stimme. Der zweite Schritt ist, wir verbinden uns mit dem Atem. Das Atem tief hineinströmen. Hier noch so kleine Winkel des Körpers. Der Atem führt dich durch die Haltung. Mit diesem Ausatmen hilft dir dabei, loszulassen.
dritte Schritt ist, dass wir in die Rolle des Beobachters schlüpfen. Dass wir ganz achtsam sind, wenn wir in diese äußere Stille eingetaucht sind. Vertrauensvoll dem Atem anvertrauen. Beobachten, was geschieht. In der Notizirm heißt es, dass dieses Organ hat quasi auch einen emotionalen und einen geistigen Aspekt. Das heißt, die verschiedenen Haltungen können verschiedene Wahrnehmungen auslösen. Wir bleiben offen und achtsam. Langsam. Wenn du im Anjali Mudra warst, dann lass deine Hände langsam wieder sinken. Bring die Handflächen auf den Boden. Und hier noch einmal einen ganz tiefen Atemzug über die Nase an. Mit dem Mund aus. Und dann wirklich so langsam wie möglich. Komm in die Kindhaltung. Schieb dich einfach langsam zurück in die Kindhaltung. Stehen zum Boden, wenn du möchtest. Mach gerne die Arme seitlich neben den Körper, sodass die Schultern entspannen können. Stell dir hier vor in dieser Haltung, dass du alle Anspannungen über die Berührpunkte des Körpers mit der Erde an die Erde abgeben kannst. Alle Anspannung fließt aus deinem Körper hinaus. Du atmest tief in deinen Rücken hinein, in die Körperrückseite. Nächsten Einatmen, den Steißbein einzurollen und Wirbel für Wirbel roll dich ganz langsam oben auf zum Sitzen. Lass die Arme, die Schulter, den Kopf voll ganz locker. Roll dich langsam auf. Unsere nächste Haltung ist die halbe Libelle. Hierfür streckt dein linkes Bein zu einer halben Grätsche aus und das rechte Bein ist angewinkelt. Und die rechte Fußsohle, die berührt die Innenseite des linken Oberschenkels. Die halbe Libelle ist eine Seitbeuge im Sitzen. Die Musik ein bisschen leiser wieder. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ein bisschen leiser noch. Wir können eigentlich gleich gemeinsam in die Haltung hineingehen. Nächsten Einatmen richte die Wirbelsäule ganz gerade auf. Ausatmen, beginne den Oberkörper ganz langsam nach links zu beugen, zur linken Seite zu beugen, die linke Hand. Du kannst du entlang des linken Beines entlang streifen lassen.
du merkst, dass du einen Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Und dann kannst du, wenn das möglich ist, probieren, ob du deinen Kopf in deine linke Hand ablegen kannst. Und dann führ deinen rechten Arm über die Seite, über deinen Kopf. Finde eine äußere Stille der Haltung. Verbinde dich zugleich mit deinem natürlichen Atemfluss. Nimm die Dehnung deiner rechten Flanke wahr mit jedem Einatmen, der geschieht. Die Weite im Brustkorb. Öffnen jetzt diese Haltung unser Herz an der Seite jeweils. Tizium heißt es, wenn das Herz, der Herzmeridian in Balance ist, wenn die Energie in den Meridianen frei fließen kann. Wenn es im Herzen gut geht, dann können wir Gefühle der Freude wahrnehmen und sind optimistisch, enthusiastisch. Können andere begeistern. Begeistern von unseren Herzensangelegenheiten, können das aussprechen, was uns im Herzen liegt. Das Sinnesorgan, das mit dem Herzen verbunden ist, ist nämlich die Zunge. Deswegen trägt diese Yin-Stunde das Motto, lass dein Herz sprechen. Nimm jetzt auf dieser Seite einen letzten tiefen Atemzug über deine Nase ein. Und den Mund aus. Ganz langsam für den rechten Arm oder über die Seite nach rechts rüber. Und löse langsam linke Hand vom Kopf. Dann als würde dich jemand an deinem rechten Arm ziehen, lass dich mit deinem rechten Arm aufrichten. Eine aufrechte Position. Lass beide Arme locker sinken. Schließ gern die Augen. Spür nach. Wenn du willst, kannst du dich auch mit den Händen hinter dir abstützen und dich etwas in deine Hände lehnen. Ich lasse etwas den unteren Rücken. Das
zweite Organ, das zum inneren Feuer gehört, ist der Dünndarm. Das heißt, es können vielleicht auch Darmgeräusche auftauchen während der Übung. Der Dünndarm hat die Aufgabe, dass er körperlich wie auch geistig Nahrung und Informationen richtig zuordnet. Kommen wir zur zweiten Seite. Wechseln. Die Beine, das rechte Bein ausstrecken und das linke Bein anbeugen. Lass dich wieder aufrecht hinsetzen. Vorbereitend nehmen wir einen tiefen Atemzug, mit dem wir die Wirbelsäule zunächst wieder aufrichten. Und dann mit dem Ausatmen lehn dich langsam zur rechten Seite. Fahr mit der rechten Hand entlang vom rechten Bein. Bleibst du entweder hier oder du stützt deinen Kopf in deine rechte Handfläche. Und führst den linken Arm über die Seite ganz langsam über den Kopf und lässt den linken Arm da ganz locker wieder drüber hängen. Werdest dich bewusst über die Sitzbeinhöcke, über dein rechtes Bein nach unten. Wenn dir die Variante mit dem Arm über den Kopf hängen nicht so angenehm ist, dann kannst du zum Beispiel auch den rechten Arm hinterm Rücken einfädeln. Das ist auch eine Möglichkeit. Wichtig ist, dass du so wenig wie möglich mit Muskelkraft arbeitest, dass du nichts irgendwo festhältst. Auch der linke Arm nichts festhält irgendwo. Es dauert manchmal seine Zeit, bis der Körper bereit ist, loszulassen, bis die Öffnung geschieht. Wir geben dem Körper die Zeit, die er braucht. Unterstützen die Öffnung mit unserem Atem. Nimm eine Haltung heraus, wo dann ist für dich. Stell dir gern wieder deinen Atem vor. Planerlich, dass du in die Bereiche schickst des Körpers, die du jetzt besonders wahrnimmst. Wenn immer du das Gefühl hast, dass dir eine Erhaltung zu viel wird, kannst du jederzeit vorher herauskommen. Mir geht es im Yin-Yoga geht es nicht darum, dass wir Grenzen überschreiten, sondern dass wir genau diesen Mittelweg finden. Gut, dass wir sehr etwas spüren, etwas wahrnehmen, das Verborgenes, was wir ansonsten übersehen würden, nämlich in der Stille verweilen. Dann nimm jetzt auch auf dieser Seite einen letzten tiefen Atemzug für die Nase ein. Den Mund aus.
Und dann fühle langsam, achtsam den linken Arm wieder nach links. Stell dir wieder vor, dich zieht jemand ganz sanft an deinem linken Arm und richtet dich wieder auf. Wenn du wieder in einer aufrechten Position angekommen bist, dann schließ gern noch einmal die Augen. Erlaub dir nachzuspüren. Im Yin-Yoga ist es meistens so, dass ganz viel, was in den Haltungen geschieht, erst beim Herausgehen spürbar gemacht wird. Dadurch, dass wir in den Übungen oft in einer Kompression oder in einer Dehnung sind, oder manchmal auch beides gleichzeitig wie in dieser Haltung, dass danach dann die Energie wie so ein Schwall durch den Körper fließt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer Zeit nehmen, kurz nachzuspüren. Den Energiestrom wahrnehmen. Kommt mit mir in die nächste Haltung. Das ist eine Variante des Schmetterlings. Dafür bringt die Fußsohlen aneinander, aber so, dass die Füße mehr so eine Raute bilden. Eine Vorbeuge im Sitzen. Und kombinieren diese Vorbeuge mit einer Öffnung des Herzens von der Körperrückseite. Das heißt, wir wollen die Schulterblätter sanft von der Wirbelsäule wegdehnen und dafür überkreuzt die Arme. Es ist eigentlich gleich wie, ich überkreuze jetzt den rechten über dem linken und versuche entweder die Oberschenkel, die Knie oder die Schienbeine zu greifen, was für dich möglich ist. Was du spüren möchtest, ist eben, dass die Schulterblätter hier sanft auseinandergedehnt werden, wenn du dich jetzt hier einfach nach vorne hängen lässt. Wenn du die Stille gefunden hast in dieser Position, dann erkunde wieder mit dem Atem zunächst die Haltung. Erkunde die Öffnung deiner Körperrückseite. Atme bewusst in deine Körperrückseite hinein. Nimm die Dehnung wahr mit jedem Atemzug. Mit jedem Ausatmen nimm wahr, wie du Stück für Stück langsam mehr und mehr in die Haltung hineinsimmst. Spür die Dehnung der gesamten Oberkörperrückseite, vom Steißbein bis zur Kopfkrone, runden mit den Rücken, in dieser Vorbeuge.
Immer wieder bleib ganz achtsam in der Beobachtung, wenn die Gedanken abschweifen. Beobachte, welche Emotionen oder Gedanken auftauchen, ohne sie verändern zu wollen, ohne sie zu bewerten. Erlaube einfach, das jetzt da sein zu lassen, was da sein möchte. Dann nimm jetzt auch hier einen letzten tiefen Atemzug in deine Körperrückseite hinein. Über den Mund aus. Löse langsam die Hände von den Knien. Bring die Hände auf den Boden, auf die Matte vor dir, sodass du deine Hände betrachten kannst. Und dann drück ganz sanft mit den Händen in die Matte, in den Boden und richte dich auf. Dann komm mit mir in die Bauchlage und richte dir auch deine Decke oder dein Polster her. Wir kommen in eine Variante der Sphinx. Und du kannst die Füße gerne mattenbreit nehmen, so wie es für dich angenehm ist. Misst den Abstand am besten zwischen den Ellenbögen. Das heißt, umgreifst mit beiden Händen deine Ellenbögen, dass du sie komplett umgreifen kannst. Dann hast du den richtigen Abstand. Und bringst dann die Unterarme, streckst die Unterarme gerade aus. Nehmen wir uns jetzt vorbereitend erstmal in dieser Variante ein paar Atemzüge, bevor wir dann noch eine Armposition dazu nehmen. Spür die Verbindung der Körpervorderseite mit der Erde. Sanfte Rückbeuge im unteren Rücken. Dann nimm dir jetzt als nächstes das Kissen, das Polster, die Decke und rollst dir so nah her, dass du deine Ellenbögen darauf ablegen kannst. Und zwar wollen wir in die Adlerarme gehen. Dafür bringst du jetzt den linken Arm über den rechten und verbindest deine Hände und Arme zu Garudasana, Armen. Du kannst dann deine Stirn an deine Daumen anlehnen. Achte dabei darauf, dass
du den Hals nicht überstreckst, sondern der Hals eher in Verlängerung, in einer natürlichen Verlängerung der Wirbelsäule diese Haltung ist. Je weiter wir in unserer Praxis voranschreiten, umso weniger erzähle ich, damit ich einfach mehr Raum schaffe in jedem von euch. Und ich einen Raum schaffe, in dem du Zeit hast, mehr noch dich mit dir zu verbinden, in diese Haltung hineinzuspüren, ins Achtsam zu erkunden, dein Herz zu erkunden, wie wir es von allen Seiten geöffnet haben. Vielleicht gelingt es dir, deinen Atem noch immer länger fließen zu lassen. Vollständig wirklich den Atem auch aus dem Körper aus zu entweichen lassen. Vielleicht ist es sogar eine kleine Atempause am Ende Ausatmens hinzufügen. Diese Stille eintauchen, die dabei entsteht. Hier wieder einen tiefen Atemzug, bevor du aus der Haltung herausgehst. Atme tief ein über die Nase in den Bauch. Den Mund aus. Löse die Adlerarme auf. Und roll das Kissen wieder die Decke weg von dir. Und mach ein kleines Kissen aus in den Händen, sodass du die Kinn und einmal die Stirn auf den Händen ablegst und deinen Kopf am Boden ablegst. Spann Nacken und Schultern. Spür nach.
Dann komm achtsam auf deine Unterarme. Wir kommen, bleiben einfach in der Bauchlage für unsere letzte Haltung. Und die letzte Haltung heißt Open Wings, offene Flügel. Und dafür streckst du deinen rechten Arm zur Seite aus mit der Handfläche Richtung Erde gedreht. Und bringst dann deine Brust auf den Boden. Drehst den Kopf nach links, stützt dich mit der linken Hand unter deinen Schultern auf und rollst dich langsam auf deine rechte Körperseite. Und es gibt jetzt hier zwei Varianten, was du mit den Beinen, wie du die Beine positionieren kannst. Du kannst auch gerne erst einmal zuschauen. Es gibt die leichte Variante, da beugst du das untere Bein an, also das linke, das rechte, und schiebst das linke Bein etwas schräg nach hinten. Das wäre die Variante 1. Die Variante 2 ist, das rechte Bein bleibt ausgestreckt und das linke Bein stellt sich hinter dem rechten Bein auf. Und der linke Arm, den fädelst du hinter dem Rücken ein. Probier einfach aus, welche Variante heute für dich am besten ist. Entweder das rechte Bein angebeugt und das linke quasi zum linken hinteren Mattenrand gestreckt oder das rechte Bein ausgestreckt und das linke Bein aufgestellt hinter dem rechten. Wenn du merkst, dein Hals, der ist stark zur Seite gedehnt oder geneigt, dann kannst du dir auch gerne unter den Kopf eine Decke legen, dass dein Kopf etwas erhöhter ist. Es kommt auch immer darauf an, wie breit die Schultern sind. Nein, dass sich das für den einen oder anderen besser anfühlt, wenn der Kopf noch auf einer Decke erhöht liegt. In Yoga wollen wir immer schauen, dass wir die Haltung einerseits so angenehm wie möglich machen, trotzdem noch die Dehnung spüren können. Es sollte immer, das, was wir spüren, sollte mehr interessant sein als unangenehm. Wenn man auf eine Reise geht und neue Landschaften erkundet, sollte jede Yin-Yoga-Haltung im Grunde auch sein. Diese Haltung kannst du jetzt besonders für die Weite spüren im Herzraum. Die intensive Dehnung, Schulterbereich, Öffnung, Herz. Und tief in deinen Herzraum hinein.
zieh dir hier einen bewussten, tiefen Atemzug in den Brustkorb. Mit dem Ausatmen ist nochmal ein kleines Stückchen mehr los. Dann Schritt für Schritt gehen wir wieder aus der Haltung, so wie wir hineingekommen sind. Bring den linken Arm wieder nach vorne, stützt dich mit dem linken Arm auf. Streck dein linkes Bein aus, streck beide Beine aus und dann roll dich achtsam zurück in die Bauchlage. Gerne mach dir wieder ein Kissen aus den Händen. Dann beobachte jetzt ganz achtsam den Unterschied zwischen linker und rechter Körperhälfte. Was kannst du jetzt wahrnehmen? Wie fühlt sich die linke Seite vielleicht im Gegensatz zur rechten Seite an? Langsam mach dich bereit, das Üben der zweiten Seite. Komm dazu wieder auf deine Unterarme. Und streck jetzt deine linke Hand, den linken Arm, zur Seite aus, den Hand mit der Handfläche Richtung Erde gedreht. Bring deinen Kopf nach rechts, leg dein Licht ab und Kopf ab. Und dann roll dich ganz langsam mit Hilfe der rechten Hand, mit der du dich aufstützt, auf deine linke Körperseite. Dann wähle hier wieder die Variante, die gut für dich ist. Nimm dir gerne die Decke mit dem Kopf, wenn du die brauchst. Stell vielleicht das rechte Bein auf, wenn das für dich angenehm ist, und fädel den rechten Arm einfach hinterm Rücken ein, ganz locker einfach hier hinterm Rücken hängen lassen. Du kannst den rechten Arm aber auch einfach hier ablegen oder dich vorne abstützen. Ja, es gibt hier, im Video gibt es keine perfekte Haltung, keine genauen Vorgaben. Es soll sich deinem individuellen Bedürfnissen im Körper anpassen. Du kannst einfach hineinspüren, wenn du die Haltung verändern möchtest, dann tu das einfach. Schmelz einfach dahin. Erlaube, alles das loszulassen, was du nicht mehr brauchst. Und öffne dich dem, was dir gut tut, was dein Herz braucht. Ganz mutig mit offenen Flügeln.
Schließlich verabschieden wir uns jetzt auch von dieser Haltung mit einem letzten genüsslichen, tiefen Atemzug. Atme tief ein. Über den Mund aus. Dann bring achtsam die rechte Hand wieder vor dir. Dein Gesicht auf die Matte. Und roll dich den Bauch. Und vom Bauch roll dich ganz achtsam jetzt auf den Rücken. Roll dich achtsam auf den Rücken und bring die Füße ungefähr mattenbreit, sodass deine Knie in der Mitte zusammenfallen können einfach. Die lehnen sich einfach aneinander, deine Knie. Und dann bring deine Hände auf deinen Herzraum. Leg die Hände im Herzraum ab. Und erlaube dir jetzt einfach nur zu sein. Deine Herzenergie. Spür das Fließen der Energie im Körper, im Herzen. Ich würde gern ein rotes Licht vor, das dich umgibt. Auch verschiedene Rot- oder Pinktöne sein. Ich stelle mir am liebsten die Blumen vor, die zu dieser Jahreszeit blühen. Der rote Mohn, die pinken Pfingstrosen. Mögen wir immer verbunden sein mit der Energie unseres Herzens. Mögen wir uns mit anderen verbinden, mit dieser Herzenergie. So wie wir jetzt mit der gemeinsamen Praxis verbunden sind. Wenn du soweit bist, kannst du entweder einfach so liegen bleiben mit aufgestellten Beinen oder wenn es für dich angenehmer ist, streck gerne deine Beine aus. Du kannst deine Hände gerne auf dem Herzraum ruhen lassen. Wenn du dich zudecken möchtest, decke dich zu. Auch einen Shavasana.
Erlaube deinem Körper nun vollständig und ganz loszulassen. Loszulassen im Außen. Dich ganz mit deinem Inneren, mit deiner inneren Landschaft zu verbinden. Spür deine Körperrückseite, spür die Verbindung zur Erde. Lass dich von der Erde tragen. Lass dich von deinem Atem tragen. Atemzug für Atemzug. Leg dich deinen Atem immer tiefer, immer weiter in deine innere Landschaft. Im Ausatmen lässt du mehr und mehr los. Beobachte es, was mit deinem inneren Auge nun für Landschaften auftauchen. Was für Botschaften aus deinem Herzen kommen. Du musst nichts tun, du musst einfach nur sein. Ganz verbunden. Deine Herzenergie, dir selbst.
Dann nimm jetzt diese Klänge wahr. Als ein Zeichen, dass du wieder zurückkehrst. Zurückkehrst. Ganz in dem Raum, in dem du dich befindest. In dem Körper. Wo auch immer du warst, wieder zurückkehrst. Da verlässt du deinen Atem wieder bewusst ganz tief in den Körper hineinfließen, sodass die Bauchdecke sich herauswölbt. Du beginnst langsam wieder Lebendigkeit in den Körper zurückkehren zu lassen. Du beginnst die Zehen zu bewegen, die Finger. Dann lässt du die Bewegungen sich langsam ausweiten auf den ganzen Körper und du folgst einfach deinen Impulsen und tust das, was dir jetzt gut tut. Du streckst dich, dehnst dich, regelst dich. Vielleicht möchtest du die Füße aufstellen und die Beine ein paar Mal nach links und rechts ablegen. Vielleicht möchtest du auch die Knie zu dir ranziehen. Ein bisschen deinen Körper wieder etwas energetisieren möchtest, etwas beleben möchtest, dann kannst du auch gerne den langgezogenen Knien ein paar Mal vor- und zurückrollen auf den Rücken. Das macht wieder fitter. Du kannst aber auch achtsam über die Seite langsam zum Sitzen kommen, was für dich jetzt gerade gut ist. Dich noch einmal einfinden, einen bequemen und aufrechten Sitz für den Abschluss der Yin-Yoga-Stunde, den ich gerne noch gemeinsam mit euch machen möchte. Und dafür leg dir deine Hände auch nochmal auf deinen Herzraum. Schließ noch einmal die Augen, wende dich noch einmal nach innen. Noch ein letztes Mal ganz bewusst deine Herzenergie zu spüren. Mein Wunsch, ja, wäre einfach, dass wir, so wie man ein Feuer entzündet, dass man es auch weitergeben kann, sodass man die Menschen, die vielleicht gerade nicht so diese Herzensflamme in sich tragen, dass wir ihnen einfach ja, ein Stückchen von unserer Flamme, von unserem Licht abgeben. Das kann auch nur noch eine ganz kleine Geste der Tat sein. Oder auch so eine große, schöne Tat, wie ja, sie heute mitmacht für, bei der Spendenaktion. Oder einfach nur, weil man jemandem ein Lächeln schenkt. Einfach dieses Herzlicht, diese Herzflamme weiterzugeben. Dann bringt eure Handflächen vor dem Herzen aneinander, sodass die Damen das Brustbein berühren. Wir wollen abschließend Om singen. Einmal vollständig ein. Vollständig aus. Noch einmal ein und dann singen wir dreimal Om.
Ja. Schön war's. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gern entstummen oder wieder ja, einen Ton anstellen, genau. Vielleicht mir kurz sagen, wie es euch geht.